Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und am 11. Januar kommt mal wieder ein Video. Ist okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, jede Woche mache ich ein Video. Mache ich auch, halte ich mich dran. Wir fangen an. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, wie ihr seht, ich sehe scheiße aus, wie immer. Aber was auch noch krass ist, ich habe wieder meinen Pullover an. Und das hat einen Grund, denn ich habe meinen alten Merch-Shop, ist ab dem Zeitpunkt, genau jetzt ist er geschlossen. Und ihr könnt das hier nicht mehr kaufen. Das wird es nicht mehr gehen, deswegen habe ich ihn das letzte Mal hier auf meinem Kanal an. Wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht. Denn ich habe jetzt einen neuen Shop gemacht. Ich habe daran 4 Stunden lang gearbeitet. Vier ganze Stunden daran gearbeitet. Das ist mein alter und ich zeige euch mal meinen neuen. Ich kann es auf mein Handy zeigen. Ich weiß, also Leute. Das sieht man nicht so gut hier auf meinem Handy, aber... Das hier ist der LED-Regenbogen-Hoodie. Sieht man das hier? LED-Regenbogen-Hoodie, das ist der hier. Das sieht richtig nice aus mit meinem Logo und mit so einem Reifen, so einem Regen drumherum. Sieht richtig nice aus. Und dann natürlich noch der mit... Der sieht auch richtig geil aus, muss ich sagen. Der hier, ich muss jetzt eine andere Farbe wählen, damit ihr es besser sehen könnt. Nehmen wir mal weiß, ne? Ja, Leute. Ah, scheiße, sieht man nicht so gut wegen den Dings. Aber hier. Seht ihr das da? Oh, das kann man nicht sehen. Scheiße, meine Kamera fokussiert nicht. Fokussiert. Hier, da, das ist mein Logo mit dem LED-Zeichen und noch so einem roten X. So, also, Leute, es ist einfach zu nice. Ich bestelle mir auf jeden Fall heute noch was davon. Guckt in die Videobeschreibung, guckt einfach mal bei diesem Shop vorbei und staunt über diese geilen Produkte, die es da gibt. Zum Beispiel diese, na gut, diese Tasse sieht jetzt nicht so gut aus, diese Tasse. So sieht mein Logo aus. Diese mit diesem Kreuz, so, ja. Oder halt nochmal die Tasse mit normalem Logo hier, mit dem Logo, auch nice. Also, alles... Das alles wild. Also Leute, das ist echt ein krasser Shop, muss ich sagen. Der ist viel besser als mein jetziger, mit dem T-Shirt. Die zwei Designs, die hauen alles um. Für dich zum Beispiel. Dann habe ich noch den Sticker, den ich mir wahrscheinlich dann auch vielleicht holen werde. Sieht ein bisschen komisch aus, aber nehme ich mir vielleicht auch nochmal mit. Geil aus, muss ich sagen. Dieser Sticker sieht auch richtig geil aus. So wird der Sticker auf dem Dings, zum Beispiel so wird der Sticker auf dem Buch aussehen oder so. Also da alles easy nice. Wir fangen an mit dem Video, das war jetzt, wie viele Minuten haben wir jetzt gebraucht? Das sind jetzt fast 6 Minuten, die wir dafür gebraucht haben, oder 5, 4. Aber, egal, hat sich gelohnt, wir fangen an, haut rein. Heute auf mein beliebtestes Video, nehme ich auch, so sieht Alphaschen in echt aus, plus Alphaschens echte Stimme. Erstmal Werbung natürlich. Play now, so. Also, noch eine Werbung, cool. Danke, so. Also, als ich das Video gemacht habe, habe ich nicht gedacht, dass das so viel Aufruf bekommt. Und durch dieses Video bin ich heute so berühmt. Also, ja, geht, ne? Aber auf jeden Fall durch dieses Video habe ich Reichweite für YouTube erreicht. Ja. Richtig wild. Ich habe das Video natürlich selbst geliked. Muss man nochmal machen. Und wir sagen, wir reagieren auf das Video auch. Es ist sehr cringe. Wir reagieren einfach auf das Video. Ein bisschen lauter hier die Lautstärke machen. Ja, Leute, sieht Alphastein in echt aus. Ganz kurz, Leute. Seht ihr das? Da ist hier unten, Leute. Das habe ich auch neu gemacht. Mit dem LED-Dings. So sieht mein Logo aus. Und das alte Intro natürlich. Das alte Intro natürlich zu wild. Hi. I'm a man in the dark. I'm a man in the dark. I'm a man in the dark. Auch der Name. Ganz kurz. Und Leute, das ist wirklich, wirklich, wirklich kein Prank. Wenn es ein Prank ist, dann dislike bitte das Video. Aber das ist wirklich kein Prank. 10.000 Dislikes? Ist aber kein Prank. Ja, Leute. Jo, wo kam ich denn da gesprungen, Alter? Zu einem von mir. Ihr habt auf das Video drauf geklickt, weil ihr wissen wolltet, wie Alphastein im echten Leben aussieht. Wer Alphastein noch nicht kennt, ganz einfach hier mal ein kleines Bild von ihm. Also von ihm. Ja. Das ist einfach ein Minecraft-Vorlesen-YouTuber, der so eine Stimme hat. So eine. Okay, Leute, seid ihr bereit für die neue? Genau, das macht er, Leute. Und ich habe da schon vor ein paar Jahren schon so ein Video dazu gemacht. Es hat schon fast 1000 Aufrufe. Ah, ja, Leute. So sah mein Kanal früher aus mit dem Lucky Block Race Logo, was richtig doof sah. Mein Name ist Lucky Block Race, 280 Abonnenten. Also 280 Abonnenten. Jetzt habe ich 2600, glaube ich. Guck mal nach, 2600, ne? 2610 habe ich jetzt. Hat sich schon improved. Ja. Dislike-Werte sind nicht so nice. Aber ich habe bei jedem. Oh Gott, Alter.
ja, ich klatsche in dem Video ungefähr 50.000 Mal. Gucken wir mal, wie das so weitergeht. Das haben auch viele in die Kommentare geschrieben, dass ich aufhören soll zu klatschen. Mach ich auch. Angeschaut, mit Alphastein, wie sieht denn echt aus und so. Da kam die größte. Und dann habe ich das Video hier gesehen bei Reden. Ah, da ist er. Und da war eine Minute. Da war in der sechsten Minute konnte man Alphastein sehen. Hier, Leute, will ich gehen auf das YouTube-Video und ich zeige es euch, wie es geht. So, Leute, da sind wir okay. Beide hier angekommen. Das ist Revi, das ist Sebastian. Ist das rot? Das ist Revi, das ist Sebastian wahrscheinlich. Ist das der Sebastian? Ja, ist er. Und Leute, es gab, wie schon gesagt, in diesem Video eine Minute, da konnte man Alphastein. Oh, was ist das denn hier? Oh. Wild. Wilder Schau, aber ich glaube, der war wilder. Ich jetzt habe ich noch einen wilderen Schau. Na gut, gehen wir mal weiter. Sehen. Wie ihr das auch sehen könnt, ganz einfach. Jo, wie nice. Das Video, das heißt Alphastein und UFO, ein Vlog mit Alphastein. Bin ich hier in meiner Fähigkeit. Leute, ihr müsst zur Minute 5,57. Ja, 5,57. Dann drückt ihr da drauf, drückt auf die Wiedergabegeschwindigkeit auf 25. Genau, ich habe alles verstanden. Und passt auf, ich weiß, wie Alphastein aussieht. Ich ist auch. Aber es ist gerade neben mir der echte Alphastein. Ja, er hat doch hier gesagt, neben mir ist der echte Alphastein. Hier. Die letzten Worte in das Mikrofon zu sagen, weil der Vlog ist jetzt hier vorbei. Leute, es ist nicht viel in dem Vlog passiert, aber er sitzt gerade neben mir, jetzt ist der echte Alphastein. Er hat gesagt, er steht neben mir, er ist der echte. Alles klar. Er steht neben mir, er ist der echte Alphastein. Sprachen lernen, Bubble. Leute. Hat er nicht gemacht. Leute, so sieht Alphastein in echt aus. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Wie sieht er denn echt aus? 25 Wochen, jetzt guck genau hin. Okay, ich guck genau hin. Aha. Alter. Einfach mal in Tagesschau gucken im Hintergrund. Kommt da ist schon der Arm. Oder sowas. Aha! Hier. Wir können es sehen. Mhm. Das ist Alphastein. Erkennt man auch richtig gut, muss ich sagen. Ja, Leute, das ist Alphastein. Es ist zwar gerade so schön, wir können es mal versuchen. Ah, da müssen wir nochmal genau hingucken hier. Ach Gott, das dauert doch so lange, Alter. Hier sehen wir ihn besser, Leute. Ja. Das ist Alphastein. Wild, das ist Alphastein, habe ich nicht gedacht. Neue Nacht. 21, 22, 18, 17, der ist 16, der ist echt zu 16 aus. Warte, was ist das? Na, guck ich das mal. Warte, schau mal ganz kurz, was? 21, 22, 18, 17, der ist 16, der ist echt 21, 22, 18, 17, 16? Na, guck ich das mal an. Und Leute, das ist eine ganz gute Schätzung. Stimme, denn Revi sagt in den Kommentaren. Genau, an alle Leute, die gesagt haben, wo ist denn seine echte Stimme? Ich habe gesagt, das ist seine echte Stimme. Weil er benutzt ja kein Autotune, deswegen ist das seine echte Stimme, Leute. Und wenn ihr fragt, wo ist seine echte Stimme? Das ist die echte Stimme. Er verstellt sie halt nur. Also es ist seine echte Stimme sozusagen, you know? So. Was steht das hier? Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Geburtenkontrolle bitte. Alphastein war wirklich im UFO, wollte sich aber nicht zeigen. Seine Stimme ist weder rein editiert noch sonst etwas. Er stand immer hinter der Kamera und nicht davor. Danke. Ja. Er hat sich gezeigt. Er hat sich gezeigt. Also Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Like da. Und wenn euch das Video wirklich weitergeholfen hat und jetzt, ihr wollt schon immer wissen, wie Alphastein aussieht. Genau. Ihr habt ihn jetzt. Und deswegen könnt ihr doch gerne auch mal Merch kaufen unten in der Videobeschreibung. Ja, aber bitte jetzt nicht meinen neuen bitte. Nicht den. Und ja, abonniert gerne mal rein, wenn das Video euch wirklich weitergeholfen hat. Like das Video einfach, es wird mir richtig viel bedeuten. Mir auch. Ciao. So, jetzt noch zur Auslosung von meinem Gewinnspiel. Aha, da zeig mal. Da liegt ein Zettel, warte. Da, genau. Und ich habe auf jeden Fall diesen Zettel, also wenn ich jetzt das hier aufmachen würde, wird dein Name drin stehen. Mal gucken, was ich aufmache. Ich weiß nicht, wo ich vorhin wo. Mach das auf und ich krieg, hier steht kein Name drauf. Ich krieg hier, man sieht es genau, ich krieg Google, warte. Ich habe Google Jürgen hier. Google Jürgen gewinnt die. Was habe ich da gemacht?
Was habe ich da? Nee, schau mal ganz kurz. Ich schreibe den Google Jürgen mal an, ob ich den echt. Ich habe den bei Insta, glaube ich, irgendwo angeschrieben damals. Ich muss gucken, ob ich den noch hab. Wo ist der? Hier. LOL. Ich habe ihn echt meinen. LOL. Wie habe ich das denn ausgelost? Ich habe ihn echt hier einen Code geschrieben. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Google Jürgen, du hast die erste Google Play-Karte gewonnen. Wir öffnen weiter. Ah, also, ich habe noch einen Gewinner. Oh, das habe ich raus. Hier. LSP gewinnt die nächste Google Play-Karte. Ah, danke an alle, die teilgenommen haben. LSP, schreib mir ja auf Instagram. Da kann ich dir den Code schicken. Danke. Was? Schissene Leben habe ich den angeschrieben. Nie im Leben habe ich den angeschrieben. What? Wait. What? Also, das ist auch ein Video. War sehr, sehr cringes Video. Aber ich habe gesagt, wie einfach aussieht, deswegen. Ja, ist nice. Also, das war's für ein Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da, kauf meinen Merch, der ist so geil. Ich bestelle den heute. Ich bestelle heute 50 Produkte, Alter. 50 Produkte aus meinem Shop. Der ist so nice. Die Preise sind zwar noch immer geblieben. Teuer sozusagen. Ich verdiene mit jedem Produkt maximal 3,50 Euro. Mehr nicht, deswegen. Ja, ich finde es einfach nice. Ich hab's hier von meinem Bildschirm, ich find's aber nice. Leute, außerdem, Dings, ich hab nur was sagen. Nämlich, am Donnerstag, Freitag kommt das erste FIFA-Video. Mit meiner Kamera, mit meiner Logitech-Kamera, mit meinem Mikrofon, was am, da angucken. Das hier mit meinem Rode Mikrofon, NT-USB, was am Donnerstag ankommt. Zwischen Mittwoch und Donnerstag, also zwischen Mittwoch und Donnerstag kommt das Mikrofon an. Ich habe bei OBS meinen Aufnahmen, mein Stream-Setup schon alles hier gemacht. Find ich ganz nice. Es wird ungefähr so hier aus. Es wird ungefähr so hier aussehen. Da bin ich in der Kamera. Ja, warte mal, ich muss gerade schon was gucken. Hier sehen wir auch das FIFA. Hier sehen wir das FIFA auch. Joa, Kamera aus. Also da ist meine Kamera, da ist der Rand der Kamera. Hier sind meine neuen Subscribers. Ich bin natürlich ein neuer Subscriber. John ist ein neuer Subscriber und ich wieder natürlich. Haha, Kappa. Also, jetzt, ich kann natürlich ganz schön was machen. Wenn nämlich jemand spendet, würde das so aussehen. Also, da kommt der Sound und dieses Dings. So, und dann, wenn jemand sich abonniert, kommt das hier. Genau. Leute, das war's mit mir. Ich bin gerne da und das war's. Ciao, hallo, ciao. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend.